Willkommen zurück zu Miitopia! Yay! Oh, ein bonbonrosanes Schwert. Das sieht so hübsch aus, du kannst es dir gerne holen. In der letzten Folge haben wir es bis zum Schloss geschafft. Heute werden wir mal reinschnuppern. Ohne Witz, ich finde dieses Schwert voll cool. I like it. Danny will ein Küchenmesser haben. Wir haben leider kein Geld mehr. Pünktchen-Uniform. Ja, wir müssen mal ein bisschen gamblen gehen. Wir gehen mal ein bisschen gamblen. Haben wir noch 3 Tickets? Let's go! Mal gucken, was wir bekommen. Bitte das Küchenmesser. Sieht sehr gut aus. Ja, und wir kriegen's! Schön! Genau das, was ich wollte. Sehr schön. Natürlich kriegt es Danny. Darf es gleich mal ausrüsten. Oh mein Gott, du bist so bedrohlich mit dem Messer. Pass auf! Nice. So, jetzt mit dem Rest der Tickets gehen wir noch mal ein bisschen hier für Money Gamble, weil wir brauchen sehr viel Geld. Wenn ich aber Geld bekommen sollte. Nein! Werde ich nicht auf Tausender gehen. Ich werde einfach die 500er mitnehmen. Und ich habe jetzt habe ich Geldmangel im Spiel. Nice. Jetzt habe ich das Geld bekommen. Und jetzt nehme ich die 500er mit. Ich möchte nicht erhöhen. Nein. Ich nehme die 500er mit. Und dann könnte ich Freddy ein neues Outfit holen, wenn ich will. Aber ganz ehrlich, du hattest letztens eins. Das reicht doch, oder nicht? Die wollen futtern. Aber ich krieg jetzt nichts zu futtern. Beim nächsten Mal. Let's go. Jetzt werdet ihr, für die Leute, die neu zuschauen, werden jetzt sehen, an welchem Punkt wir gerade sind. Hier sind wir gerade. Ja. Wir haben es trotzdem bis dahin geschafft. Also wir haben trotzdem diesen Weg hier freigeschaltet. Aber hier gab es Hebel. Ich mache nochmal dieses Level, weil hier gab es einen Hebel und ich würde sehr gerne wissen, was der macht. Wie ich gehört habe, soll man sowieso jedes Level nochmal in alle Wege machen. Weil ich ein bisschen nervig finde, aber okay. Machen wir das halt. Stein im Schuh, aber das tut weh. Hebel! So, damit wir diesen Weg auch noch haben. Ich weiß, ihr habt Hunger, kriegt am nächsten Tag wieder was zu essen. Da ist der Hebel. Was haben wir denn hier? Danny hat einen eigenartigen Hebel entdeckt. Und nun kommen wir zur Küste. Schön, ein geheimer Pfad öffnet sich. Hurra! Schön. Bin total verschwitzt. Ich werde es verkraften. Ein Gegner. Bam. So, ich gebe nochmal hier einen Blitz drauf. Ich spule es aber ein bisschen vor, weil so einen Kampf gegen diese 4 gleichen Gegnern hatten wir schon mehrmals. Aber bei so einer Situation hier muss ich dann doch, Freddy nach hinten packen. Aufs Pferd? Oder automatisch aufs Pferd? Keine Ahnung, wie das geht. Verträumt. Nice, einer down. Gut gemacht, Maike. Wow. Den ich will angeben. Ich weiß nicht, was das Angeben bringt. Bin mir da nicht sicher. Nice, aber alle 3 auf einmal gekillt. Schön. Freddy immer noch am Wein. Aber da kommt er schon von dem weg. Das Geld brauche ich. Bin ich froh, dass ich das bekomme. Und leider noch ein Gegner. War mir klar. Okay. Ist nicht derselbe Kampf, aber ich spiele trotzdem mal vor. Oh, jetzt ist der Background dunkel. Das ist schön. Oha, wie stark einfach Maike ist. Vor allem mit dem Schwert. Holy shit. Krank. Gasthaus. Nice. So, und dann können wir jetzt zur Truhe gehen und dann mit der anderen Person auf der Overworld reden. Wer das wohl sein mag. Weiterspielen. Ja, komm, dann hol ich dir halt den Wok. Ich weiß nicht, was du damit willst, aber okay. Hier, hol ihn dir einfach. Ist das besser als das, was du vorher hattest? Ja, schon. Okay. Dann, dürft ihr jetzt auch mal futtern. Ja, ihr dürft mal futtern. Hat einer von euch irgendwas davon noch nicht probiert? Ja, das hier.
Okay, dann dürft ihr beide mal hier probieren. Oder nur du. Okay, du mochtest es nicht, schade. Danny kriegt mal die Watte. Ich krieg auch noch mal die Watte. Nam nam. Und Freddy kriegt die Banshee-Tränen. Okay, dann können wir weiterziehen. Auf zur Kiste und dann auf zum Schloss. Würde ich mal vorschlagen hier. Alter, schlafe jetzt die ganze Zeit alleine, weil das Pferd will lieber mit Freddy schlafen. Lull. Warum auch immer. So. Kiste absnacken und dann, ja. Erster Beistand. Absatteln. Hopp, los. LOL. Flieg wie ein Wiesel. Pünktchen. Oh, das sieht voll cool aus. Maike hat das Item erhalten. Jo, das sieht voll stylisch aus. I like it. Ja, Mann. Vor allem mit dem Schwert. Oh, das ist voll cool. Hast du Hunger? Boah, er fliegt einfach vom Pferd. Oh nein. Das gibt aufs Maul. Bam. Boah, wie stark der einfach ist. Krass. Blitz. Aua. Bam. Oh, wir sind so stark. Gut gemacht, Maike. Wow. Energisch. Aua. Juhu. Bam. Gut gelernt und voller Energie. Bam. Super. Dum-dum-dum. Geschafft. Und mal wieder was erhalten. Und das war's schon. Ja. Die Rüstung bekommen. Ich würde sagen, es war's super fit. Was? Du hast 5 verschiedene Rüstungen, die bevorzugte Kleidung der Krieger gesammelt. Cool. Level 4, Bekannte. Nun kümmern sie sich umeinander. Wo tut's denn weh? Das ist doch schön. So, ich hoffe, Freddy stört das nicht. Ich würde jetzt auch mal gerne hier rein. Und ja. Freddy, geh mal mit Maike chillen. Und Maike chillt hier einfach alleine. Ganz alleine. Ja. Wollt ihr irgendwas anderes haben noch? Ach Gott. Freddy. Reicht. Nein. Zieh weiter auf. Ich hab sowieso nicht so viel Essen, deshalb. Komm. Zieh mir weiter. Auf zu diesem nie hier. Auf geht's. Auf zum Gasthaus. Oh, da können wir jetzt nicht mit dem Pferd kämpfen, aber es hat sowieso vorhin gekämpft. Also. Oh, Grünsepilze gibt's ja auch. Oh no. Ist keine gute Sache. Bam. Bam. Nice. Das ist Gesicht. Das sieht seltsam aus. Heiße Haue. Nice. Verträumt. Haha. Spielt mit dem Grinsepilz. Bam. Leider ist der Grinsepilz jetzt weg. Deshalb war es jetzt ein bisschen useless. But okay. Und du kriegst aufs Maul. Gebrannt. 90 gerettet. Wir kommen mit den 100 näher. Und somit ein Upgrade. Geschafft. Und jetzt haben wir Sachen bekommen. Essen. Leider noch ein Gegner. Ja, komm, es sind noch ganz viele Slimes. Sie können doch nichts. Alle machen weg, geswiped. Ah, da leben die noch. Warum leben die noch? Ich glaube jetzt mal normal an. Ich will jetzt keine Mana auf die verschwenden. Und die können doch nichts. Oh, lol. Erster Beistand. Reitangriff. 23 Damage. Verschwendest diesen Schaden auf Schleim? Mann, 30, Alter. Meine Teammates machen so viel mehr Damage als ich. Ich mache ungefähr so viel wie Danny, aber Danny macht ja auch gegen alle Damage und nicht nur gegen einen. Bin so ziemlich schwach gerade. Oh Gott. Stärker werden. Daher passt das Level Up sehr gut gerade hinein. Schön. Ich habe keine Lust. Wurde mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ah, unglaublich! Dieser umwerfende Duft.
Diese dezente, subtile Süße. Dieser himmlische Abgang, der sich peu über meinen Gaumen legt. Gleich einer frischen Brise, die zärtlich über die fernen Hügel streicht. Na? Oh, sei gegrüßt. Ich bin Wario, der Reisegourmet. Hohe Kochkunst lebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu! Oh, danke. 3 Käsekuchen. Bon Appetit! Ja, danke. Nehme ich mit. Der war ja nett. Und hier ist direkt ein Gasthaus. Es wird instant dunkel. Ja, es ist so lange kein Geheimnis mehr, dass es Wario ist. Man kann ja die ganze auf der Overworld schon sehen. Ich will in das Zimmer von Maike gehen. Ja, das können wir ändern. Das Pferd wird sowieso zu Danny. Dann gehe ich zu Maike. Und Danny geht zum Pferd. Alle haben ein Gespräch, außer Freddy. Maike hat ein Geschenk gekauft. Oh, wie süß. Mit welchem Geld? Überraschung. Das ist für dich. Was für mich? Bild von Maike. Das sieht doch gar nicht aus. Wie nett. Schön. Gute Bekannte. Oh, das ging sehr schnell mit dem guten Bekannten. Ja, ab Level 4 war man erst Bekannte, jetzt ist man schon gute Bekannte. Ab Level 6, schön. Die zwei haben helfen gelernt. Hilf einem Freund bei seiner nächsten Aktion in der Höhe einige seiner Werte. Schön. Oh je, Danny mag Maike und hat's gesehen. Maike ist, Danny ist eifersüchtig auf Maike. Oh, oh, diese Thriller-Musik. Dun, 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 dun. Du wolltest doch zum Pferd. Zeit fürs Striegeln. Huch, wo ist die Bürste hin? Hm? Im Stroh drin. Da ist sie ja. Nice. No. Flüchtige Bekannte. Alles klar. Da ihr dürft ein bisschen futtern. Käsekuchen schmeckt noch besser, wenn man ihn aufstellt. Probier's mal aus. Ja, darfst mal probieren. Hat's geschmeckt. Oh, das macht ja richtig viele Werte hoch. Hat's geschmeckt. Und hat's sehr geschmeckt. Nice. Dann will ich noch was haben. Das habe ich noch nicht probiert. Die Bratpilze hat noch niemand probiert. Feine Pilze, die beim Futtern gleich für gute Laune sorgen. Bei mir aber nicht. Naja. Wird ja auch nicht jedem schmecken. Ja, dann kriegst du halt die Uniform. Dann bin ich halt pleite. Egal, dann nimm sie halt hier. Bin ich halt OP. Aber ich mag dieses Outfit, das ist so lustig. Ich will ihm das hier nicht geben. Nur Werte nutzen. Ich finde das hier so lustig. Perfekt. Komm, let's go. Alle warten nur darauf, dass wir ins Schloss gehen. Deshalb ziehen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch dauern wird. Du hast 5 verschiedene Uniformen, die bevorzugte Kleidung der Köche gesammelt. Okay. Interessant. Nun können wir zum Schloss. Hier ist es. Perfekt. Let's go. Rollen. König. Beleibter Herrscher von Anfangs mit einem gesegneten Appetit. Prinzessin. Wunderschöne Königstochter, die eine heimliche Liebe verbirgt. Prinz von nebenan. Arrogantes Mamakind aus nebenan und Verlobter der Prinzessin. Armer Adliger. Wuchs mit der Prinzessin auf, doch sieht sie mittlerweile kaum noch. Wille ein Mie für die jeweiligen Charaktere. Wie diese Pyramide aussieht. Familie? Und die beiden sind in sie. Alles klar. Da habe ich das schon perfekte Mies für. Ach ja, Standard-Mies habe ich noch nicht gezeigt. Das wäre der Standard-Mie hierfür. Standard-Mie hierfür. Hierfür.
Bubi. Und hier für Blanco. Bubi und Blanco. Schloss anfangs. Kann ich mich rumbewegen? Hallo, Papyrus. Treuer Soldat, Papyrus. Hallo, Human. Dies ist das Schloss von König Cobra. Er legt Wert auf tadelloses Benehmen, verstanden? Cobra? Hi, Sans. Fauler Soldat, Sans. Der König hört den ganzen Tag lang nicht auf zu futtern. In Friedenszeiten hat er dafür ja auch genug Zeit. Alles klar, können wir... Boah, wir können raus. Nein! Wir müssen hier sowieso lang, okay, also bringt's nichts, hier rauszugehen. Alles klar, man kann auch nicht rennen hier. Auch nicht schlimm. Rein da! Willkommen, Abenteurer. Wer hat das gesagt? König Cobra. Welchen Umstand verdanken wir die Ehre? Der dunkle Fürst hat die Stadt anfangs überfallen. Und dieser Schurke hat die Gesichter der Leute gestohlen, sagst du? So was Lächerliches haben wir. Hilfe! Das Gesicht des Königs wurde gestohlen. Oh nein! Wir müssen zum Wirrwald. Ganz da drüben. Rette den König. Wer hätte es gedacht? Und hier sind seine Diener, seine Hauptwachen. Daft Punk. Königsträger links. Thomas B. Ich habe eine schwere Aufgabe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal Deutsch statt Französisch spreche, aber naja. Ich trage den König umher, egal wie viel er gefuttert hat. Guy Manuel. Ganz schön anstrengend, meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben. Sonst gibt es ganz schnell Rückenschmerzen. Ja, ich weiß. Wir müssen dahin. Ich versteh's. Alles klar, dann lass uns den König retten. König Cobra braucht sein Gesicht zurück. Aber wir haben die arme Prinzessin noch nicht gesehen. Ob wir den wohl noch sehen werden? In dieser Folge wahrscheinlich nicht. Aber hoffentlich in die nächste. Was ist das da unten? Da unten leuchtet's. Können wir da hin? Wer weiß. Auf jeden Fall warten uns weitere Level. Ich bin sowas von bereit. HP-Bananen sind sowas von lecker. Sie sind so schön weich. Sie sind süß und doch nicht zu süß. Ich könnte eine ganze Badewanne voller HP-Bananen verputzen. Na dann. Ich bin hellwach. Ebenso. Doch da ist ein Gegner, der genauso hellwach ist. Ein Dickter. Oder ein Monty Maulwurf. Kann irgendwas? Anscheinend nicht. Oh, Danny reitet auf dem Pferd. Das kommt davon. Aua. Bam. Nice. 98 jetzt gerettet. Beim nächsten Kampf haben wir 100. Wie geil ist das denn? Und Leveler bereichen alle. Schön, schön. Dorffeige gelernt. Hol einen verwirrten Freund zurück in die Realität. Okay. Schön. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber okay. Irgendeinen neuen Eisbecher, keine Ahnung. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. Wir haben noch viel vor uns. Ja, das stimmt. Oha! Mike hat eine mysteriöse Flasche gefunden. Was jetzt? Trinken, einfach trinken. Irgendwas, was auf dem Boden liegt, erstmal trinken. Hui! Das war wohl die Ketchupflasche von Sans. Hat vorzüglich geschmeckt. Ich kippe gleich um. Übertreib nicht. Es wurde abends, doch kurz vorm Ziel sind ja noch Slimes und Montys.
Aber Danny reitet schön und BÄM! Oh nein, ich hab den Slime, Danny, das war dumm. Oh! Siehst du, wie dumm das war, Danny? Blitz! Nicht übel, oder was? Über 100. Mike, das war klasse! Wow! Ha, Schnauze! Falscher. Ich bin der Falsche. Ich mag die Maulwürfel, die sind so lustig. Erster Beistand. Helfen! Ich stehe dir bei. Spooky plus 1! Bäm, ein gutes Gefühl! Oh, ich fühle mich gut. Let's Feuer! Schön. Ein Deli-Becher. Und gleich kriegen wir, und jetzt kriegen wir die Macht des Horstes, wahrscheinlich. Oder? Du hast einen Brief erhalten. Lieber Mike, tihihi, mein Liebling ist so goldig. Auf das auch du eines Tages dein Glück findest, deine Monika. 3 Ausflugtickets erhalten, Dankeschön. Du hast jetzt 100 Leute gerettet. Die Macht des Horst. HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt statt 25 satte 30 HP verstreuen. MP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt statt 10 satte 15 MP-Streuer verstreuen. Hohoho, ho, ho. Die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Mythopia. Und nun widme dich wieder dem Besiegen schrecklicher Monster. Den nächsten Bonus erhältst du, wenn du 150 Leute gerettet hast. Also hau rein, hohoho. Ho, ho. Alles klar, Horst, machen wir. Aufwachen! Wird nicht geschlafen! Was geht denn hier ab? Tada! Was hättest du lieber? Dann gibt's für mich heute wohl Karotte. No. Level 3. Aufsatteln. Schön. Pünktchenrobe. Monsterrüstung. Und wir wollen alle Pünktchen-Outfits haben. Was ist los mit euch? Ich hab kein Geld. Wir müssen Ausflüge machen, um ehrlich zu sein. Ja komm, Ende der Folge machen wir noch ein paar Ausflüge, würde ich sagen. Ah, Kaffee. Hm. Er macht alleine einen Ausflug? Ne, er geht mit irgendwem. Mit Freddy. Kein Grund zur Eile. Aber klar doch. Okay, dann geht er langsam. Oh, schon da. Der Pirate ist im Hintergrund. Was trinkst du denn da? Koboldsuppe. Von Kobolden gemacht oder etwa aus Kobolden? Keine Ahnung, ist aber ziemlich cremig im Abgang. Danny, möchtest du auch ein Schlückchen? Okay. Überraschend gut. Na dann, wenn euch die Spaghetti-Suppe geschmeckt hat. Bekannte. Schön. Das hat sich doch gelohnt. Oh, nice. Sehr viel Koboldschinken mitgebracht, das ist schön, so möchte ich das sehen. Geh mal in die Bücherei, ihr beiden. Let's go. Wollen wir etwas lesen? Gedulde dich doch ein kleines bisschen. Erwischt! Und dann sind wir da. Komisches Haus, aber naja. Du, Maike? Ha? Diese Dinger, mit denen wir das Pferd steuern, wie heißen die nochmal? Zügel, das sind Zügel. Sowas sollte man aber wissen. Oh, wirklich? Und was ist mit dem Teil, wo man drauf sitzt? Ich glaube, es geht los. Das ist der Sattel. Wieder was gelernt. Und der Teil vom Pferd, der klapperdick-klapp macht?
Sind natürlich die Zehennägel. Die korrekte Antwort wäre Hufe gewesen. Alter, wie weit dir das geht. Gute Bekannte, du bist 7. Krankenbesuch erlernt. Besuche einen Freund in der Ruhezone und beschleunige die Heilung. Wow. Krass. Zum Andenken Kannibalentee erhalten. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen mit Mythopia. Kriegen wir das Gesicht in der nächsten Folge schon zurück? Werden wir die Prinzessin irgendwann mal sehen? Wer ist sie wohl? Werden es erfahren.